the European Premier League. Di una Superliga. There are plans for the European Super League. Alta Superliga. Door is open for something like the European Super League. Eine europäische Superliga, wahlweise auch Super Premier League genannt, mit den 18 größten Clubs Europas. Im Oktober war sie wieder in aller Munde. Erst in den internationalen Medien. Und dann tat einer kurz vor seinem Abgang aus dem Kreis der größten und reichsten Clubs so, als komme diese Superliga schon sehr bald. La Junta Directiva, ahí. Gestern hat das Clubpräsidium die Voraussetzungen geschaffen, um an einer zukünftigen europäischen Superliga teilzunehmen. Seitdem werden die Hinweise immer deutlicher, dass hier über die Zukunft des europäischen Spitzenfußballs entschieden wird. An der Wall Street in New York. Das glaubt auch Robert Niemann. Er ist Experte für Fußballmarketing und bestens vernetzt. Hat bis 2010 die deutsche Fußballliga weltweit vermarktet. Arbeitet bis heute als Berater für die FIFA. Und ist für eine große US-Investmentfirma im Sportbereich tätig. Also die Drahtzieher, würde ich einfach mal sagen, ist das Kapital. Ja, das ist ein sehr, sehr großes Geschäft, so eine Liga aufzuziehen. Ich glaube, dass die Banker von JP Morgan hier durchaus eine Opportunität sehen für ein hochklassiges und extrem kapitalintensives Investment. Weil man muss ja doch ehrlich sein, der Fußball in Europa und auch in Deutschland hat eine sehr, sehr lange Tradition. JP Morgan Chase, mit einer Bilanzsumme von über 2,6 Milliarden US-Dollar die größte Bank der USA und eines der größten Investmentbankhäuser weltweit. JP Morgan gilt als der Investor, der die neue Superliga finanzieren würde. Auf Anfrage von Sport Insight schweigt JP Morgan lange zu Plänen und Summen. Dann folgt vielsagend der Satz, man lehne es ab, das alles zu kommentieren. Ein Dementi sieht anders aus. Fakt ist, die Bank setzt stark auf Sportsponsoring und Sportinvestment. Der europäische Fußballmarkt wäre ein verlockendes, womöglich lukratives Neuland. Wir haben ja die großen Kernmärkte, sage ich mal, UK mit ungefähr 5,3 Milliarden Umsatz in der Premier League, die spanische Liga, die deutsche Bundesliga mit 3,6, 3,7 Milliarden Umsatz. Das sind ja, sage ich mal, sehr etablierte und finanzstarke Vereinigungen und Wettbewerbe. Und hier ist sicherlich in vielen Bereichen Optimierungsmöglichkeit, vor allem wenn man mit diesem typischen amerikanischen Geschäftsansatz kommt, letztendlich überall die besten Clubs, die besten Marken zusammenzuführen und da ein großes europaweites Entertainment-Produkt zu kreieren, was sich sicherlich auch hervorragend weltweit vermarkten lässt. Und so könnte das aussehen. Bilder, die sich auch Investoren von einer neuen Superliga erhoffen dürften. Bereits 2014 wollten 110.000 Zuschauer im US-Bundesstaat Michigan Real Madrid gegen Manchester United sehen. Ein bedeutungsloses Freundschaftsspiel. Und doch Rekord für Fußball in den USA. JP Morgan will in das europäische Fußballprojekt angeblich mindestens 5 Milliarden Euro im Jahr investieren. Allein der Sieger könnte 1 Milliarde erhalten. Und damit fast 8-mal so viel wie Champions-League-Gewinner Bayern München zuletzt. Stellt sich die Frage, wer bei solchen Summen widerstehen kann. Wahrscheinlich niemand, weil am Ende vom Tag sind die Vereine auch Wirtschaftsunternehmen. Die haben Stakeholder, die haben Aktionäre. JP Morgan wäre, wie man kolportiert, bereit, große Summen zu investieren. Ich glaube, das spricht für den Fußball, denn sie sehen dort noch großes Potenzial. Ich glaube einfach, die Grundidee ist, wir nehmen das Paket Fußball, wir nehmen das Produkt Fußball, wir managen es noch besser, noch stärker, vermarkten es noch mehr, sodass wir am Schluss noch mehr Gelder rausholen, die dann am Ende wieder den großen Stakeholdern zufließen. Der gebürtige Bonner Vanja Greuel ist Manager bei Young Boys Bern und seit etwas mehr als einem Jahr Mitglied im 24-köpfigen Vorstand der ECA, der Europäischen Clubvereinigung. Er vertritt in dem Gremium, in dem das JP Morgan Investment auch schon Thema war, die kleineren Vereine. Seit vielen Jahren üben die mächtigsten ECA-Vertreter wie Andrea Agnelli von Juventus Turin Druck auf die UEFA aus. Sie forderten und bekamen immer mehr. Doch jetzt lockt vermutlich noch viel mehr Geld. In einer eigenen Superliga. Fußball ist ein großes Geschäft und man muss
halt auch wirklich sehen, wer die Gelder erwirtschaftet. Die großen Gelder fließen durch die TV-Gelder, durch die Medienverträge. Und die werden natürlich vor allem in den fernen Märkten erschlossen, in Asien, Übersee. Und dort interessieren natürlich sich die Leute vor allem für die ganz großen Clubs. Die Leute wollen Manchester United gegen Juventus Turin sehen. Die Leute wollen Bayern München gegen Real Madrid sehen. Und die UEFA weiß auch, dass das ihre Zugpferde sind. Die großen Clubs in einer eigenen Super League. Das ist eine Drohkulisse, die auch die UEFA und ihr Präsident Alexander Zeferin nicht ignorieren können. Dort hat man zwar gerade eine Champions League-Reform beschlossen, die den Top-Clubs mehr sichere Startplätze und damit feste Einnahmen garantiert, aber die UEFA hat keinen Investor in der Größenordnung von JP Morgan und muss wegen der Corona-Pandemie zudem einen Verlust von über 500 Millionen in Champions und Europa League vermelden. Heißt, die UEFA kann weniger ausschütten. Den Clubs sollen laut ECA wegen Corona 4 Milliarden Euro in 2 Jahren durch die Lappen gehen. Die lauten Klagen der Clubs musste sich Zeferin in einer gemeinsamen Konferenz anhören. Es gibt einen dramatischen Einbruch bei den Einnahmen der Clubs. Diese Krise wird sehr tiefe Narben bei uns allen hinterlassen. Verluste von 100 Millionen Euro und mehr, selbst bei großen Marken wie dem FC Barcelona, dem angeblich sogar die Insolvenz droht. Bei Barca haben sie offen gesagt, die neue lukrative Superliga könnte die Rettung sein. In dieser Woche betonte man auch bei Real Madrid, man werde bei den neuen Impulsen vorne dabei sein. In der Superliga blieben die großen Clubs an den gut gefüllten Fleischtöpfen unter sich. Für Georg Pangel, bis vor kurzem noch Generalsekretär der European Leagues, dem Verband der europäischen Ligen, und mittlerweile Berater für Clubs und Verbände, wäre die Superliga nur eine logische Folge einer Entwicklung, die seit Jahren andauert. Die Großen forcieren ihr eigenes Ding. Englische Branchengrößen wie Liverpool und Manchester United sind angeblich die Antreiber. Man könnte aus den Aktivitäten rund um das sogenannte Big Picture in England schließen, dass es sich hier schon um Vorarbeiten handelt, wenn man die Zahl der Clubs in der Premier League reduzieren will, wenn man Traditionsbewerbe aussetzen will, um hier zusätzliche Termine zu schaffen. Pangel befürchtet jenseits der UEFA-Wettbewerbe einen Dammbruch. Ähnliche Zustände wie beim Boxen, wo mehrere Weltverbände ihre Weltmeister küren. Denn neben der UEFA und der FIFA, deren Präsident Gianni Infantino Pläne für eine Club-WM mit 24 Mannschaften vorantreibt, käme dann noch die europäische Superliga von JP Morgan. Dann hätte man quasi 3 Veranstalter, 3 Organisatoren. Derzeit läuft alles unter dem Schirm des strukturierten Fußballs ab, wenn man so will, von der FIFA über die UEFA. Dann hätte man noch dazu diese private Organisation und dann bedarf es wirklich Leadership, um den Fußball, wie wir ihn kennen, noch in seiner Struktur zu erhalten. Ansonsten wäre es wirklich ein Desaster und wäre natürlich für den Fußball selbst am Ende des Tages und für den Fan nicht wünschenswert. Eine Art Tohuwabohu aus meiner Sicht dann für den Fan, der diesen ganzen Zirkus ja nach wie vor noch bezahlt. Mit Auswirkungen auch für die nationalen Wettbewerbe. Selbst wenn Top-Vereine sich dank der vielen neuen Millionen riesige Spielerkader für mehrere Wettbewerbe leisten können, erwartet Sportökonom Bernd Frick fatale Folgen für die heimischen Ligen. Dann würde natürlich das jeweilige Produkt nationale Meisterschaft von heute auf morgen komplett entwertet. Also wer will schon die zweite Mannschaft von Bayern München oder von Borussia Dortmund sehen, wenn das eigentlich beste Produkt in einer sehr entfernten, räumlich wie emotional entfernten Superliga antritt. Mit anderen Worten, ich erwarte einen Zuschauerrückgang um 25%. Und dann werden sich natürlich auch die Fernsehübertragungsrechte an dieser weniger attraktiven Liga nicht mehr in dem Maße vermarkten lassen wie derzeit noch. Im Schatten der Superliga könnten die nationalen Ligen also schrumpfen. Ein Horrorszenario für die Bundesliga, das Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke darum erst kürzlich wieder im Rahmen eines Podcasts als abwegig bezeichnet hat. Wir sind nicht dabei und es braucht niemand, wird auch keiner geben. Doch die jüngsten Verteilungskämpfe um die TV-Gelder, angeführt von Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, lassen Kritiker an den Treuegelübden zur Bundesliga zweifeln. Also in München wie in Dortmund hat man offenbar sehr eigene Vorstellungen davon, was Solidarität unter Fußballclubs meint. Solidarität ist das, was Rummenigge für Solidarität hält. Aber ob das dem Rest der Liga
zugutekommt, wage ich zu bezweifeln. Ich meine, man könnte sich in der Tat vorstellen, das ist aber sehr hypothetisch, dass die Teilnehmer an dieser Super League aus der Bundesliga, aus der Premier League, einen Teil ihrer Erträge an die nationalen Ligen transferieren. Aber warum um alles in der Welt sollten die das tun, wenn diese Superliga tatsächlich starten wird? Diesen Start erwarten Experten spätestens im Jahr 2024. Denn bis zu diesem Zeitpunkt muss der aktuell gültige internationale Terminkalender neu verhandelt werden zwischen FIFA, UEFA, den Nationalverbänden und den großen Clubs, die dann vermutlich Termine brauchen für ihre neue Superliga. Fußball ist ein Business. Auch die Verluste, die diese Clubs im Moment einfahren, von 50 bis 100 oder mehr Millionen Euro pro Jahr, das tragen am Schluss die Clubs. Das tragen die Stakeholder und die Investoren der Clubs und sie tragen das Risiko. Und darum beanspruchen sie natürlich auch eine gewisse Macht und Entscheidungsfreiheit für sich. Und das ist das, was G14, die großen Clubs, die ECA, sich von den Verbänden natürlich auch einfordert. Und aus dieser sehr seriösen, nüchternen und nicht fußballromantischen Sicht muss man das auch verstehen. Sollten die Giganten des europäischen Fußballs ihr eigenes Ding machen, gibt es nur wenige, die darin auch eine Chance sehen. Die Chance auf Erneuerung eines von Geld und Verdrängung zerfressenen Sports. Wenn es dazu kommen sollte, dass die Top-Clubs dann nicht mehr in den nationalen Ligen spielen, dass es hier wieder sehr, sehr spannende Titelkämpfe geben kann, eine Neupositionierung, nicht mehr diese Serienmeister, wie wir sie jetzt zuhauf in Europa kennen und sehen. Und das könnte dann wiederum ein Neustart, quasi der Reset-Knopf für den Fußball in seiner ursprünglichen Form sein. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid. Und wenn euch solche Dokus gefallen haben, schaut auch mal hier oder direkt hier in die Playlist. Denn wir von der Sportschau und Sport Insight, wir decken auf, wir recherchieren investigativ und schauen für euch hinter die Kulissen. Also lasst uns auch gerne hier ein Abo da.